Hallo, mein Name ist Hükübük Daycigil. Ich bin Azubi des Straßenbaus und bin zurzeit im dritten Lehrjahr. Die Ausbildung dauert insgesamt 3 Jahre. Nach 2 Jahren macht man erstmal eine Ausbildung zum Tiefbaufacharbeiter und wenn man die abgeschlossen hat, macht man die Spezialisierung zum Straßenbauer. Im ersten Lehrjahr hat man erstmal Allgemeinkurse, da man erstmal die Grundlagen des Baus erlernen muss. Und im zweiten Lehrjahr spezialisiert sich das dann langsam in Richtung Spezialgebiet, halt Tiefbau. Und im dritten Lehrjahr lernt man dann allgemein etwas über Straßenbau. Welchen Schulabschluss benötigt man für den Beruf? Den Hauptschulabschluss. Ich habe aber den MSA. Was mir in dem Beruf so schwer fällt, ich würde jetzt mal sagen, das Wetter spielt ja nicht immer mit. Ne? Wenn es kalt ist, macht es nicht so sehr Spaß wie im Sommer. Jetzt macht es ja natürlich Spaß, weil die Sonne scheint und man hat Lust zu arbeiten. Aber im Winter ist man eher so zurückhaltend, sage ich mal. Wie einfach integriert man sich ins Team? Eigentlich sehr einfach. Die Leute haben mich sofort willkommen geheißen. Also war echt cool von denen. Wie geht man mit den vorbeigehenden Passanten um? Nett und höflich. Wenn irgendjemand Fragen hat, beantwortet sie auch natürlich gerne. Und wem würden Sie diesen Beruf weiterempfehlen? Allen bauliebhabenden Jungs, die Spaß daran haben, etwas zu erstellen, etwas zu bauen. Menschen, die, wie soll ich sagen, etwas nicht so stark sind, könnten aber sich auch bewerben, weil ganz am Anfang war ich jetzt auch nicht so muskulös, aber das kommt dann mit der Zeit. Mädchen werden gerne auf dem Bau gesehen. Also das versucht unsere Firma auf jeden Fall, Mädchen mit ins Bau zu beziehen. Aber leider Gottes wollen die meisten Mädchen natürlich auch jetzt nicht, wie soll ich sagen, auf dem Bau tätig werden. Aber natürlich würden auch gerne Frauen sehen auf dem Bau. Ne? Ich sag mal so, die Ausbildung ist ja eine überbetrieblichen Ausbildungsstätte. Das heißt, da sind Rohrleitungsbauer, Kanalbauer, also von jedem Firmen sind alle Azubis da und werden von einem Meister spezifisch unterrichtet. Und da sind, ich glaube mal so um die 5 Mädchen von 500 Mann,